Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video soll es um Young Cuff und Effendi gehen, denn die zwei droppen heute Abend einen neuen Song um 23.59 Uhr, wie es von jedem eigentlich so gewohnt ist, beziehungsweise um 0 Uhr. Dann könnt ihr das Ganze streamen auf Spotify, auf allen Streaming-Plattformen. Und ich denke mal, es wird ein Musikvideo auf YouTube geben. Das Ganze heißt Homage. Ja, wie gesagt, die zwei droppen auf jeden Fall einen Song. Und das, was sie machen, machen die auch richtig, richtig gut. Ich würde schon fast sagen, besser als UFO. So dieses Hohe. Ihr wisst, was ich meine. Man muss den Musikgeschmack natürlich feiern. Ich könnte es mir nicht auf Dauerschleife geben, bin ich ehrlich. Ja, aber wir hören mal rein einfach. Ja, wie gesagt, also das war ein kleiner Ausschnitt aus den ersten 30 Sekunden. Ja, man muss schon sagen, Young Kaffer und Effendi, die zählen auf jeden Fall in Deutsch zurzeit zu den ganz Großen, meiner Meinung nach. Die haben auf jeden Fall, ich will nicht sagen Hype, aber die ziehen schon gut ihr Ding durch und sind auch sehr erfolgreich damit, was sie eigentlich machen. Die machen das auch eigentlich recht gut. Die zwei zeichnen sich ja auch sowieso aus durch ihre Musikvideos, dadurch, dass sie sich nicht selber zeigen, sondern mit diesen Effekten spielen. Irgendwie feiert man das Ganze schon, ist schon geil, ist mal was anderes. So auf der Art und Weise hat es ja noch keiner gemacht. Deswegen auf jeden Fall Respekt an die. Und wie gesagt, heute Abend 23.59 Uhr. Ich würde mal sagen, wir gönnen uns noch einen zweiten Part. Das ganze Ding geht über 3 Minuten. Es geht 3 Minuten 30. Feier ich. Props gehen auf jeden Fall raus. Hab's erst jetzt gesehen. Ich feier Lieder, die allgemein so 2 Minuten 50 sollten die sein. Bis 3.20, 3.30 ist perfekt. Ist eine gute Länge. Alles andere ist zu kurz. So, bei 1 Minute 10 geben wir uns noch einen Part. Geil, also irgendwie feiere ich den Track schon, aber ich muss persönlich schon sagen, auf Dauerschleife könnte ich mir das nicht reinziehen. Da musst du ja auf irgendwelchen anderen Substanzen sein. Nein, Spaß beiseite, wie gesagt. Also heute Abend müsst ihr noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld mitbringen und dann könnt ihr euch das Ganze auf Dauerschleife geben. Wie gesagt, das war es eigentlich auch schon von mir. Ein relativ kurzes Video, eine kleine Hörprobe und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.